Es war einmal eine 84-jährige Frau namens Helga, die in einer idyllischen Hütte am Rande eines kleinen Dorfes lebte. Helga war eine herzliche und freundliche Dame, die von ihren Nachbarn und Freunden sehr geschätzt wurde. Trotz ihres Alters und der damit verbundenen Einschränkungen genoss sie das einfache Leben in ihrer geliebten Hütte. Doch eines Tages änderte sich alles. Helgas Kinder, die weit entfernt lebten, beschlossen, dass es an der Zeit sei, ihre Mutter in ein Altersheim zu bringen. Sie waren besorgt um ihre Sicherheit und Gesundheit und glaubten, dass ein betreutes Wohnen die beste Option für sie sei. Helga war tief getroffen von dieser Entscheidung, fühlte sich aber machtlos gegenüber dem Willen ihrer Kinder. In ihrem Herzen trug Helga jedoch einen besonderen Wunsch. Über die Jahre hatte sie einen obdachlosen Mann namens Klaus kennengelernt, der immer wieder in der Nähe ihrer Hütte auftauchte. Klaus war ein freundlicher und hilfsbereiter Mann, der von den Menschen im Dorf oft übersehen wurde. Helga erkannte sein gutes Herz und seine tapfere Natur und wollte ihm ihre Hütte schenken, damit er ein Dach über dem Kopf hatte. Als Helga ihren Kindern von ihrem Wunsch erzählte, stießen diese jedoch auf heftigen Widerstand. Sie waren der Meinung, dass Klaus nicht vertrauenswürdig sei und dass es gefährlich sei, ihm die Hütte zu überlassen. Sie beharrten darauf, Helga in das Altersheim zu bringen und die Hütte zu verkaufen. Helga war am Boden zerstört, aber sie akzeptierte widerwillig die Entscheidung ihrer Kinder. Kurz vor ihrem Umzug ins Altersheim schlich sich Helga eines Nachts aus ihrem Zimmer und ging heimlich zur Hütte. Sie wollte sicherstellen, dass Klaus die Hütte zumindest einmal sehen konnte, bevor sie wegging. Sie wusste, dass es riskant war, aber sie konnte den Gedanken nicht ertragen, ihre Pläne aufzugeben. Als Helga die Hütte erreichte, fand sie die Tür unverschlossen vor. Verwirrt und besorgt betrat sie das Innere und war schockiert über das, was sie sah. Die Hütte war völlig leer. Alle Möbel, Erinnerungsstücke und persönlichen Gegenstände waren verschwunden. Helga konnte nicht begreifen, was passiert war. In einem Anflug von Verzweiflung setzte sie sich auf den Boden und brach in Tränen aus. Doch inmitten ihrer Tränen hörte sie plötzlich ein leises Geräusch. Sie hob ihren Kopf und sah Klaus, den obdachlosen Mann, in der Tür stehen. Tränen rannen über sein schmutziges Gesicht, als er Helga erklärte, was passiert war. Klaus hatte von den Plänen der Kinder erfahren und wollte sicherstellen, dass die Hütte für Helga erhalten blieb. Also hatte er heimlich alle Möbel und Gegenstände aus der Hütte entfernt und in einem Lagerhaus aufbewahrt. Die Worte von Klaus berührten Helga tief. Sie konnte nicht glauben, welch ein selbstloser Akt der Liebe er für sie vollbracht hatte. Überwältigt von Emotionen stand sie auf und umarmte Klaus dankbar. Es war ein Moment des tiefen Verstehens und der Verbundenheit. Helga und Klaus beschlossen, die Hütte gemeinsam zu einem gemütlichen Zuhause zu machen. Mit vereinten Kräften machten sie sich daran, die Hütte neu einzurichten. Sie besorgten neue Möbel und Dekorationen und gestalteten den Raum nach Helgas persönlichen Geschmack. Jeder Gegenstand wurde sorgfältig ausgewählt, um eine warme und einladende Atmosphäre zu schaffen. Während sie Seite an Seite arbeiteten, begannen Helga und Klaus, sich besser kennenzulernen. Sie erzählten sich ihre Geschichten und Erfahrungen und eine tiefe Freundschaft entwickelte sich zwischen ihnen. Helga bewunderte Klaus' Stärke und Überlebenswillen, während er von ihrer Güte und Großzügigkeit beeindruckt war. Das Dorf erfuhr bald von Helgas Entscheidung, in ihrer Hütte zu bleiben und von ihrer Freundschaft mit Klaus. Die Menschen waren berührt von der Geschichte und wollten helfen. Sie organisierten eine Spendenaktion und sammelten Geld, um Klaus und Helga zu unterstützen. Mit den gesammelten Mitteln konnten sie nicht nur die Hütte weiter renovieren, sondern auch Klaus dabei helfen, ein neues Leben zu beginnen. Das Happy End wurde immer deutlicher, als Klaus eine Arbeit und ein eigenes kleines Zuhause fand. Helga und Klaus blieben enge Freunde und unterstützten sich gegenseitig. Ihr Zusammenhalt und ihre warmherzige Gemeinschaft inspirierten die Menschen im Dorf. Sie erkannten, wie wichtig es ist, Vorurteile abzubauen und Menschen in Not beizustehen. Helga lebte noch viele glückliche Jahre in ihrer Hütte. Sie genoss die Gesellschaft ihrer Freunde und Nachbarn und schätzte jeden Moment, den sie mit ihnen teilen konnte. Ihr Zuhause war ein Ort der Liebe und des Zusammenhalts geworden, ein Symbol für das, was passieren kann, wenn Menschen einander unterstützen. Die Geschichte von Helga und Klaus wurde im Dorf bekannt und über die Grenzen hinaus erzählt. Sie war ein Beispiel für Mitgefühl, Freundschaft
und den Glauben daran, dass manchmal das Unerwartete geschieht und die Dinge in eine wunderbare Richtung lenkt. Und so bleibt die Geschichte von Helga und Klaus als eine Erinnerung an die Macht der Menschlichkeit, daran, dass selbst in den dunkelsten Momenten des Lebens ein Funken Hoffnung und Glück existieren kann. Eine Geschichte, die uns daran erinnert, dass das Happy End manchmal genau dort liegt, wo wir es am wenigsten erwarten. Diese Geschichte von eben erinnert mich an eine Frau namens Anna, die verzweifelt versuchte, in der Kälte zu überleben. Sie hatte alles verloren und fand sich auf den Straßen einer großen Stadt wieder. Verzweifelt suchte sie nach einem warmen Ort, an dem sie Schutz finden konnte. In derselben Nacht, nur wenige Straßen weiter, lebte ein reicher Mann namens Thomas. Thomas hatte ein luxuriöses Leben geführt, umgeben von Wohlstand und Überfluss. Doch tief in seinem Inneren fühlt er eine Leere, die mit materiellen Dingen nicht zu füllen war. Eines Tages, als Thomas von einer Wohltätigkeitsveranstaltung nach Hause fuhr, sah er Anna auf einer Parkbank sitzen. Ihr Gesicht war von Kälte und Hunger gezeichnet. Obwohl Thomas eine Eile verspürte, um in sein warmes und gemütliches Zuhause zu gelangen, regte sich etwas in ihm. Er konnte nicht einfach vorbeigehen, ohne zu helfen. Thomas beschloss, Anna anzusprechen und ihr eine Mahlzeit anzubieten. Er brachte sie in ein nahegelegenes Café und ließ sie sich aufwärmen. Während sie aßen, erzählte Anna Thomas von ihrem Schicksal, wie sie ihre Familie verloren hatte und auf der Straße gelandet war. Thomas hörte aufmerksam zu und spürte, dass dies der Moment war, in dem er etwas Bedeutendes tun konnte. Er bot Anna an, in einem seiner leerstehenden Anwesen zu übernachten. Er war bereit, ihr eine Chance auf ein besseres Leben zu geben. Anna war überwältigt von der Großzügigkeit und ergriff die Gelegenheit mit beiden Händen. In dem luxuriösen Anwesen fand Anna eine sichere Unterkunft und begann, ihr Leben wieder aufzubauen. Thomas unterstützte sie finanziell und half ihr dabei, eine Arbeit zu finden. Sie arbeitete hart und zeigte eine große Dankbarkeit für die Gelegenheit, die ihr geboten wurde. Mit der Zeit entwickelte sich zwischen Anna und Thomas eine außergewöhnliche Freundschaft. Sie teilten ihre Geschichten, Hoffnungen und Träume miteinander. Thomas erkannte, dass seine Reichtümer ihn nicht glücklich gemacht hatten, sondern dass es die Verbindung zu Menschen wie Anna war, die ihm echte Freude bereitete. Eines Tages wurde Thomas von einem schweren Schicksalsschlag getroffen. Er erfuhr, dass er eine unheilbare Krankheit hatte und nur noch wenige Monate zu leben hatte. Die Nachricht traf ihn wie ein Blitz und er fühlte sich hilflos und allein. Doch Anna war an seiner Seite. Sie hatte in all den Jahren gelernt, wie man für andere da ist und Unterstützung bietet. Sie gab Thomas Mut und Hoffnung, als er am meisten brauchte. Sie erinnerte ihn daran, dass das Leben kostbar ist und dass er jeden verbleibenden Moment in vollen Zügen leben sollte. In den letzten Monaten seines Lebens entschied sich Thomas, sein Vermögen zu nutzen, um anderen zu helfen. Er gründete eine Stiftung, die sich um Obdachlose und Bedürftige kümmerte. Mit den finanziellen Mitteln konnten Unterkünfte, Mahlzeiten und medizinische Versorgung für Menschen in Not bereitgestellt werden. Thomas und Anna arbeiteten eng zusammen, um sicherzustellen, dass die Stiftung effektiv und nachhaltig war. Thomas' Zustand verschlechterte sich mit der Zeit, aber er fand Trost darin zu wissen, dass sein Vermächtnis fortbestehen und anderen helfen würde. Anna war an seiner Seite und sorgte für sein Wohlergehen. Sie erinnerte ihn immer wieder daran, dass er viel bewirkt hatte und dass sein Einfluss über seinen Tod hinausgehen würde. Als der Tag kam, an dem Thomas von dieser Welt Abschied nehmen musste, war er umgeben von Liebe und Dankbarkeit. Die Menschen, die er unterstützt hatte, kamen zusammen, um ihm Respekt zu erweisen und seine Erinnerung zu ehren. Es war ein bewegender Moment, der zeigte, wie viel positive Veränderung ein Mensch bewirken kann, wenn er sich entschließt, anderen zu helfen. Nach Thomas' Tod setzte Anna seine Arbeit fort. Sie führte die Stiftung weiter und investierte ihre Zeit und Energie in die Verbesserung der Lebensbedingungen von Obdachlosen und Bedürftigen. Ihr Engagement und ihre Hingabe inspirierten andere, sich der Sache anzuschließen, und die Stiftung wuchs weiter. Die Geschichte von Thomas und Anna wurde zu einer Legende in der Stadt. Ihre Großzügigkeit und ihre Taten wurden von Generation zu Generation weitererzählt. Die Stiftung florierte und erreichte immer mehr Menschen in Not.
Die Stadt begann, ihre obdachlosen Bürger mit Mitgefühl und Respekt zu behandeln. Und es wurden weitere Ressourcen bereitgestellt, um ihnen zu helfen. In den Jahren, die folgten, wurde die Stadt zu einem Ort des Zusammenhalts und der Solidarität. Anna wurde zur Symbolfigur für den Kampf gegen die Obdachlosigkeit und für die Schaffung einer gerechteren Gesellschaft. Ihr Engagement inspirierte die Menschen dazu, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen und sich füreinander einzusetzen. Und so endet die Geschichte von Thomas und Anna, einer Begegnung, die das Leben beider Menschen für immer veränderte. Es ist eine Erinnerung daran, dass es nie zu spät ist, Gutes zu tun und dass selbst in der dunkelsten Zeit ein Funken Hoffnung existiert. Durch die Macht der Menschlichkeit und des Mitgefühls können wir eine Welt schaffen, in der jeder die Chance hat, ein würdevolles und erfülltes Leben zu führen. Wenn dir meine Arbeit gefallen hat, dann teile gerne das Video mit den Leuten, die du kennst, um ihnen beim Zuschauen auch ein schönes Gefühl zu geben, wie du und ich es hatten. Welche von beiden Geschichten hat dich am meisten berührt? Schreib es in die Kommentare. Ich bin gespannt.